die 5 gefährlichsten Abwehrspieler der Liga. Marcel Halstenberg, RB Leipzig. In Leipzig beackert Halstenberg die linke Seite und das ziemlich erfolgreich. Dem Verteidiger gelang in dieser Saison bereits ein Tor, 5 weitere legte er für die Kollegen auf. Sein Trainer Ralf Rangnick adelte ihn als echte Waffe. Vielleicht schießt sich Halstenberg bald wieder dorthin, wo er bereits war, in die Nationalmannschaft. Ashraf Hakimi, Borussia Dortmund. Die Leihgabe von Real Madrid hat sich direkt ins Dortmunder Team gespielt und Urgestein Marcel Schmelzer auf die Bank befördert. 2 Tore und 4 Assists hat Hakimi bereits beigesteuert. Der BVB würde ihn gerne fest verpflichten. Das könnte teuer werden, denn viele Experten trauen Hakimi zu, bald eine feste Größe bei Real zu werden. Lukas Piszczek, Borussia Dortmund. Auf der anderen BVB-Abwehrseite sammelt Piszczek fleißig Scorerpunkte. Der Pole hat bereits 1 Tor und 6 Vorlagen auf dem Konto. Auch mit 33 hat der Publikumsliebling nichts von seinem Offensivdrang verloren. Daniel Brosinski, Mainz 05. Ohne die Scorerpunkte von Verteidiger Brosinski würde Mainz 05 deutlich schlechter dastehen. 2-mal trifft der Verteidiger jeweils vom Punkt, 5-mal legt Brosinski für die Kollegen auf. Brosinski ist schon 30, aber war nie so wertvoll wie heute. Joshua Kimmich, Bayern München. Zugegeben, Joshua Kimmich ist kein reiner Verteidiger. Einige Male lief er in dieser Saison auch als Sechser auf. Allerdings ist er als Verteidiger weitaus gefährlicher. Nur 2 seiner 11 Vorlagen gelangen Kimmich aus dem Mittelfeld heraus. Die anderen 9 Assists und den einzigen Saisontreffer markierte Kimmich als rechter Verteidiger. Brandgefährlich.